Es gibt ein Video, wo jemand meint, dass sie gegen die Herrscher schlecht reden. Und man dürfte das wohl nicht. Stimmt das? Bin natürlich auf ihrer Seite. Will es nur verstehen. Barakallahu fikum, diese Leute, die betrügen euch. Und schaut mal, damit wir, sage ich jetzt, wie sagt man, sachlich bleiben und objektiv, nicht subjektiv, objektiv. Entweder diese Leute betrügen euch, indem sie falsche Informationen geben, oder diese Leute sind so unwissend, dass sie nicht unterscheiden zwischen kritisieren eine Tat oder eine Handlung und zwischen rebellieren gegen die Herrscher. Die können das nicht unterscheiden. Und ich tippe auf die zwei. Beiden. Nicht die zweite, sondern die zwei Gründe. Die sind unwissend mit Sicherheit und die betrügen auch durch ihre Unwissenheit. Passt auf. Es gab Barakallahu fikum zum Beispiel Marwan. Der hat Khutba gehalten, der hat Rede gehalten und der hat auf Mimbar seine Hände gehoben. Und er hat Bittgebet gemacht. Ammar ibn Ru'ayba, oder manche Gelehrten sagen, der hat etwas anderes. Und der war einer von Sahaba. Der war aber nicht von den älteren Sahaba, sondern von den jüngeren Gefährten. Der sagt, Qabbahallahu hatayn al-yadayn. Qabbahallahu hatayn al-yadayn bedeutet im Arabischen, wenn du jemand sagst, deine Hände sollen, du sollst sozusagen, du sollst sterben. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat sowas nicht gemacht. Okay, hier hat Ammar ibn Ru'ayba, radhiyallahu alayhi, der hat jetzt Marwan kritisiert und Marwan war der Herrscher. Ist jetzt Khuruj oder ist es Rebellieren? Aber komischerweise, passt auf jetzt, und jetzt kommt der Betrug, der große Betrug. Es gibt einen von dieser Gruppe, Abu Salicho, nicht Shalicho, Shalicho Takfir, Salicho Tabdi'. Von dieser Gruppe, der sagt, wenn der Herrscher halbe Stunde, wal'iyadu billah, ein Film, das geht um Sexualität und so weiter, live sendet, du darfst ihn nicht kritisieren. Bei Allah, der lügt, diese Person. Und das ist nicht unsere Religion. Bei Allah, ich schwöre. Natürlich, wenn wir eine Sünde sehen, dann sollen wir sagen, das ist Sünde. Wo ist das gute Gebiet und das schlechte Gebiet? Oder das gute Gebiet und das schlechte, Entschuldigung, das gute Gebiet und das schlechte Verbieten. Wo bleibt das dann? Das bedeutet, das gute Gebiet und das schlechte Verbieten ist nur für die Leute und nicht für den Herrscher. Seit wann haben wir Herrscher, die unantastbar sind und Fußvolk, und da kann man mit Fußvolk alles machen, das kommt von der Kirche. Das kommt nicht von uns Muslimen. Deshalb, diese Leute verstehen das nicht. Jetzt zum Beispiel. Subhanallah. Die Muslime werden geschlachtet, getötet innerhalb 144 Tage. Und innerhalb 145 Tage werden die Leute in Gaza geschlachtet. Kein Essen, nicht vertrieben. Wo bleiben die Herrscher? Wenn man das sagt, dann ist das für sie rebellieren. Das ist unsere Pflicht vor Allah, subhanahu wa ta'ala, die Wahrheit zu sagen. Ob das Kritik ist, okay. Was hat Kritik? Mit, ja, da haben sie gesagt, Al-Barbahari hat das gesagt. Okay, und? Wenn er auch das gesagt hat, und? Ja, Herr, die Gelehrten von Salaf, welche Gelehrten? Du nimmst ein paar Aussagen von einigen Gelehrten von Salaf, okay, und ein Gelehrter von Salaf und ein Sayyid Shabab al-Jannah, al-Hussein radhiyallahu alayhi, hat nicht nur kritisiert, sondern hat rebelliert. Abdullah ibn Zubair, ein Sahabi, hat auch rebelliert. Aber diese Leute betrügen euch. Meine, sollen wir heute Assisi nicht kritisieren, was er in Ägypten gemacht hat? Dürfen wir heute nicht kritisieren, dass man, wal'iyadu billah, Zina und Riba in den muslimischen Ländern bringt?
Das bedeutet, du musst schweigen, nur weil er Herrscher ist. Und diese Methode ist sehr gefährlich. Aber wieso haben diese Abu Salihu-Gruppe, wieso haben sie Mursi kritisiert? Wieso kritisieren sie Erdogan? Wieso kritisieren sie andere? Deshalb ein bisschen überlegen. Du bist kein Schaf. Du bist kein Tier. Allah hat dir Gehirn gegeben. Allah hat dir Verstand gegeben. Wir sagen nicht, dass du jetzt ein Schwert nimmst und gegen die Herrscher gehst. Nein. Aber wir sagen, es ist Pflicht für die Muslime, wenn sie etwas Schlechtes sehen, dass sie aufklären. Und bei diesen Leuten nein. Okay, kein Problem. Nein, ha? Okay. Was sagen diese Leute? Die sollen uns antworten doch. Was sagen Sie diesen Leuten zu diesen Konzerten, die in Saudi-Arabien heute passieren? Dass man eine Sängerin bringt zu dem Land des Tauhid und dass diese Sängerin Kufr, klarer Kufr, singt und verbreitet. Dürfen wir sagen, dies ist Haram und dies ist Kufr und das geht nicht? Laut Abu Salihu-Gruppe, nein. Weil wenn du das sagst, dann hast du Khuruj gemacht gegen Al-Hakim und Al-Salaf haben gesagt, Subhanallah. Deshalb, Barakallahu fikum, diese Art ist sehr schlimm. Aufpassen. Alhamdulillah, Allah subhanallah hat uns recht geleitet. Und wir sind weder von Abu Salihu noch Abu Salihu. Wir schließen die Muslime nicht von Islam aus. Und dass ich es gesagt habe, es gibt viele Pharaonen in unserer Zeit, natürlich, und ich bleibe bei meinem Wort. Es gibt Pharaonen. Wisst ihr damals Anwar Sadat, was er gesagt hat? Ihr kennt ihn vielleicht nicht. Aber Anwar Sadat, der hat gesagt, ich bin Pharaon. Ich bin Pharaon. So. Und was meint man mit Pharaon? Das bedeutet, da meint man ein Ungerechter. Gibt es heute einen einzigen gerechten Herrscher von den Muslimen? Gerechten. Ich rede nicht jetzt Muslim oder Kafir. Lass mal Muslim und Kafir. Angenommen, alle sind Muslime. Gibt es einen von diesen Muslimen, der gerecht ist? Der nach Koran und Sunna alles macht? Nicht alles. 50%. Gibt es sowas? Wen wollen diese Leute anlügen? Und wen wollen diese Leute betrügen? Das ist meine Ansicht. Und ich bleibe bei dieser Sache. Und übrigens, die Hadithe, die man verbreitet, warum sagt man nicht die anderen Hadithe? Der Prophet ﷺ sagte, es werden Herrscher kommen. Pass auf, der Prophet ﷺ hat das gesagt, nicht ich. Es werden Herrscher kommen, die ungerecht sind. Die ungerecht sind. Und derjenige, der kritisiert und der sich losspricht, ist von mir und er wird mich an meinem Becken treffen. Aber derjenige, der mitmacht, ist nicht von mir. Ja, warum bringt man nicht so ein Hadith? Und ist heute Assisi oder Tabun oder dieses Ayyid, sind diese Leute muslimische Herrscher? Okay, wenn sie Muslime sind. Sind diese Leute gerechte Herrscher? Sind diese Leute überhaupt nach den islamischen Vorschriften, nach den islamischen Regeln, sind diese Leute Herrscher für die Muslime? Oder Abu Mazen? Mahmoud Abbas? Oder Al-Burhan von Sudan? Fürchtet Allah, fürchtet Allah und betrügt nicht die Muslime, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Natürlich sind diese Leute ungerecht. Abgesehen jetzt davon, ob sie Muslime oder nicht Muslime sind. Aber mindestens kann man sagen, diese Leute, wo ist Koran und Sunna in ihrem Leben? Wo unterstützen sie die Ulama? Wo unterstützen sie die Dawa? Nein, eine Sängerin, eine Tänzerin, ein Fußballspieler kommt, aber Gelehrten werden ins Gefängnis gesteckt. Ist das, abgesehen davon,
Ist das gerecht oder ungerecht? Sag, du darfst nicht reden, ob der Herrscher gerecht oder ungerecht war. Oh, Allahu Akbar. Und in gleichem Zug, du darfst nicht über einen Herrscher reden, gerecht, ungerecht, in gleichem Zug. Der Gelehrte so ist Mubtada. Der Gelehrte so ist Sururi. Ich meine, von mir, die haben gesagt, du bist Sururi Qutbi. Bei Allah, ich kenne weder Sururi noch Hamas. Gar nicht. Deshalb diese Leute, und ja, und die reden so mit, die reden mit so einer Art, als ob sie Gelehrten wären. Aber Allah, Wallah, die meisten von ihnen, wenn du ihnen sagst, komm, gib mir die Grundlagen von Tawhid, der kennt das nicht. Allah al-Musta'an.